Hallo. Ja, sorry für die Verspätung. Ich war noch bei einer Schulung und das hat halt ein bisschen gedauert. Genau, aber heute geht's weiter mit der Stahlfabrik und Eisenfabrik. Okay. So, von hier oben kommt Kohle, von da kommt Kohle. Und wenn du... Okay, ich sollte mir noch irgendwie Munition oder sowas holen.
Oh. Oh. Schau. Oh, wir müssen aber in die andere Richtung, verdammt. So, Benzin. So, holen wir uns noch was. Ja, mal kicken. Was ist, wenn ich eigentlich jetzt die ganze Zeit die linke Taste gedrückt halte? Habe ich Glück und kann da rausjumpen? Das wäre noch eine nice Option. Nee. Schade. Nice. Na? Nein, wahrscheinlich hast du einen Loop gebaut. Du musst auf die ewige Hyperloop fliegen. Ah, ich hoffe ja nicht. Guten Abend. Sorry, dass ich heute erst so spät da bin. Ich hatte noch eine Schulung.
Moin, hattest du doch gestern gesagt, dass du vernommen wirst. Yo, moin Peanut, moin Reasley. What geht bei euch? Z 240. 60. Sucht die Factory. Oh ja, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. 120. Ja, das glaube ich. Also der neue ist jetzt da, sagst du? Ja, der kam in der Mittagspause, war in 5 Minuten montiert. Nice. Okay, ich habe heute auch ein Paket geliefert bekommen. Das war... eine Hülle für ein Tablet. Also zum Glück nicht... nichts Schlimmes, sage ich jetzt mal. Aber das haben die... in den Briefkasten gestopft, während es draußen geregnet hat. Also war die komplette Verpackung erstmal, nennen wir es, feucht. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Resili. Warum muss ich an den Österreicher denken, der sich genau über das Thema aufregt? Dass Sachen im nassen Briefkasten sind? Ja, es ist einfach dumm. Ja, das ist das Nächste. Also, das hat hinten und vorne eigentlich gar nicht gepasst da rein, also... Und vor allem dazu haben die haben eine Anleitung und alles drum und dran auf Englisch und auf Deutsch, wo sie die Pakete hinlegen können. Funktioniert super. Und der rastet halt voll aus. Also wenn der Menschenverstand nicht eingeschaltet wird, ne, dann könnte ich auch ausrasten, das muss ich ja zugeben. Aber zum Glück war es nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber trotzdem irgendwie sehr dumm.
Ja. Also mein Glück war es eigentlich nur, dass die Kacke in komplett wasserdicht ist, weil es aus Plastik ist. Also, aber es war schon dumm. Ich bin froh, dass es nicht gestern passiert ist, weil dann wäre das nicht eine blöde Hülle gewesen, sondern die Kopfhörer, die ich aktuell trage, und ein wie heißt es gleich noch, ein Tablet gewesen. Ja, heute wieder alleine. Wir gucken mal. Vielleicht kommt Mani noch irgendwann dazu. Nur, die wusste es nicht genau. Moment. So. Die Bayer. Und wie findest du die aktuell? Für die finde ich die echt geil. Ich habe zum Teil das Gefühl, dass die ein bisschen leiser sind als gewöhnliche Kopfhörer. Aber das könnte auch nur ein Eindruck sein. Und ja, nee, aber sonst Tragekomfort ist super. Ich muss die halt wahrscheinlich noch ein bisschen länger tragen, um dann was Richtiges zu sagen. Das ist jetzt nur der erste Eindruck von gestern.
So, und dann Suppi, ich gehe mal Wäsche hinrichten. Hängen AFK, okay. Wie PSNG hast du vor, das Spiel noch zu streamen? Ich denke mal, bis wir Phase 5 abgeschlossen haben. Und dann mal gucken, ob wir dann noch weiterspielen oder sagen, okay, hey, komm. Jetzt war's genug. Das können wir dann aber erst da sehen. Genau, so gleich haben wir endlich Turbofuel. Sind die Kopfhörer USB oder Kabel? Und wie viel Ohm? Ich habe jetzt seit 5 Jahren meine DT7 voll und voll zufrieden. Ah, super, das freut mich. Und sonst, ich habe gestern noch ein paar Spiele mir angeguckt. Wie zum Beispiel Project Castaway. Da gibt es leider kein Multiplayer. Was ein bisschen blöd ist. Ich habe die ganz normalen Klinke-Kopfhörer mit 100 Ohm, nehme ich an, also die MMX100. Ja, das war auch mein Gedanke, weswegen ich einfach den Output lauter gedreht habe. Nee, aber das war so das Einzige, was mir da aufgefallen ist. Aber bis jetzt Tragekomfort super, wie gesagt. Das Einzige, was ich wirklich noch gucken muss, ist, ich kann das aktuell noch nicht einschätzen, wie die Audioqualität ist. Aber bis jetzt in Stardust Factory ist die gut, würde ich sagen. Ja, kann man halt bei einem Crafting-Game nicht viel sagen. Ich glaube, es wird interessant, wenn man so richtige, entweder Horrorspiele oder Singleplayer-Rollenspiele spielt, wo auch ein richtiger Soundtrack und dabei ist.
Ja, also auf jeden Fall bin ich voll bei dir. So, die Sache ist ja auch, Klang ist ja auch nicht für jeden Menschen gleich, genau. Und ich finde, es geht nichts um Stereo bei Kopfhörern. 7.1 Scheiß ist eh voll der Müll. Es kommt drauf an, würde ich sagen. Aber ich gebe dir recht, meine Erfahrung bis jetzt mit 7.1 oder 5.1 sind gaming-technisch keine guten. Mir geht das dann eh irgendwann auf den Sack, weil irgendwas wieder völlig abgespaced ist, was total nervig ist. Weil dann irgendein Sound nicht richtig läuft oder. Und das ist, ja, mehr als nur nervig, finde ich. Und ich finde es genügend so. Und hab denn dem Stereo das so ein Surround wie mit 7.1 gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Und man kann nicht sagen, warum. Würde ich jetzt sagen. Also, Wesley, sorry, ich bin mit Namen nicht so gut. Soweit geht's gut, nur von der Veranstaltung echt müde, das waren jetzt 3 Stunden geballertes Fachwissen. Mit echt nervigen Themen, wo man sich auch zum Teil einfach mal ein bisschen konzentrieren muss und ja, aber sonst eigentlich gut. Thank you.
Ich bin Teamleiter eines Helpdesks und einer Hotline und betreue den First und den First und Second Level Support inklusive Hardwareaufbau und. Genau, und Peanut ist, so wie ich das verstanden habe, ne? Zitier mich da bitte nicht. Ist Peanut sein Beruf Sohn? Zumindest habe ich den Eindruck von ihm. Nicht ganz. Nein, ich bei Peanut habe ich keine Idee, aber das hätte halt so gut gepasst. Zurück an der Schippe. Ja, ich bin dabei. Und ich bin gelernter Bauzeichner im Fachbereich Ingenieurbau und Firmeninformatiker. Das zweite hört sich ein wenig an nach einem selbsternannten Titel. Und hallo, Manni. Ja. Du kennst dich damit aus. Du machst das jetzt. Kenn ich was von. Ich aber freiwillig gemacht. Da kann ich mir meine Hardware selber zusammenstellen und Co. Ja, also bei unseren Bauzeichnern machen wir das aber auch so. Die geben uns die Vorgabe, was sie brauchen, damit wir deren System dann auch gut zusammenstellen können. Ich leite ein ganzes Team davon. Also ja, aber heute war ich bei einer Ausbilderveranstaltung.
Oh Gott, schon wieder. Manni, meint der aus der IT, ich sei viel zu lieb und würde ja immer helfen. Er muss ja auch nicht mit den wütenden Kollegen, die ständig fluchen, im Büro sitzen. Ich lasse sie mal fluchen und frag dann, was los ist. Dann probiere ich das kurz bei mir und festzustellen, dass es einwandfrei funktioniert. Oh ja. Und dann gehst du an deren Rechner ran. Gehst hier unten drauf, machst Rechtsklick Task Manager und dann steht unter Leistung bei der Betriebszeit hier eine 40. Und dann lief der Rechner schon seit 40 Tagen und die sagen dir, ich hab den heute Morgen neu gestartet und ich weiß nicht, was ich da getan hab. Das müsste eigentlich alles laufen, das ist ein Problem des Computers. Und du sitzt davor und denkst dir so, ich will töten. Ja, die Scheiße funktioniert schon wieder nicht. Oder mein Favorit. Wir verkaufen Glasfaser, aber schaffen es nicht, bei uns schnelles Internet zu installieren. Da kenne ich was viel Schlimmeres. Also ja, das kann ich auch verstehen. Bei uns werden die Rechnungen digital empfangen. Und versendet. Außer der Dienstleister, der uns den Kack verkauft hat. Und für den Support zuständig ist. Die Firma kann sowas nicht. Die schicken noch ihre Rechnung per Post. Das kannst du dir echt nicht ausdenken.
So, oh Gott, so viel. Auf jeden Fall brauche ich nur Sekunden, um den Fehler zu beseitigen. Ja, das ist meistens so. Und am besten sind die Leute, die es schaffen, einen Rechner so zuzumüllen, dass man sich das fragt, wie schnell die das hinbekommen haben. Oder der Desktop, der Speicherort Nummer 1 ist. Oh ja, hör mir auf, ey. Und dann schaffen sie es auch noch, sich ein Virus runterzuladen. Und du bekommst die Aussage, ja, aber ihr müsst alle Daten wiederherstellen. Und du kannst dann schmeidig sagen, ja, tut mir leid, müssen wir leider alle löschen. So, Zugriff zum Netzwerk verweigern, Grundnutzer zu Boot, Error 666. Meistens ist es ja wirklich Fehler 40. Ich habe gerade eine neue Stahlfabrik geplant, die macht 7200 Stahl pro Minute. Holy shit. Warum denn? Na so, Grund ja. Ja, warum nicht, trifft es auch gut.
Nabend der Bierkeks. Peanut. Und da sind die richtigen und wichtigen Fragen. Naja, der ist übertreibt gerne. Ja, okay. 2, 3, 4, 5, 6.
So. Hat eigentlich mal wer einen Summerslope zum Übertakten genutzt? Ja, was willst du wissen? Da steht Ausgangs Multiplikator, wie viel fixer wird er denn und bei welcher Energie? Beispiel: Ein Sampler kann 2 Summerslope aufnehmen, dadurch wird der Output verdoppelt, aber der Stromverbrauch vervierfacht. So hoch, ah, okay, dann würde ich. Oh, Akku, cool, da würde im Manufaktur bei mir alles überall. Okay. Der kann sogar 4. Genau.
ungefähr noch circa Megawatt, das sind auch so mal 50 mit ohne mit einem Multi-Teilchenbeschleuniger mit 3 Power Shards und Turboflows zieht 21.000 Megawatt. Oh ja, yeah. Das ist richtig übel. Oh Gott. Ja, nee, bitte nicht.
14. Oh mein Gott. Ich finde diese Megawatt-Zahlen so süß. Ich bin noch lange nicht so weit. Die Forschung im MAM weigert sich hartnäckig, mir das Alternativrezept für Schwerölrückstände auszuwerfen. Warum auch immer. Ja, das mag dich einfach nicht. Okay, ja, das mag dich einfach nicht. Fertig aus. Sonst wäre ich ja fix eingekommen. Okay, nice. Okay.
platzieren wir hier noch so ein paar Sachen. Ups. Hier eine Dreierwand, weil wir haben ja noch den Beton.
Oh Gott. Hoppa. So, ich habe mir vorgenommen, morgen auf der Arbeit mit Kampfmittelräumdienst. Wer sucht, der findet. Wer drauftritt, verschwindet. Was kann ich für Sie tun? Ans Telefon gehen. Auf den Blick der Kollegen bin ich gespannt. Okay. Wo kommt das jetzt her? Können auch da was zu lachen brauchen. Okay. Meine Schwester meldet sich schon mal mit Beerdigungsinstitut Schnelle Schippe. Was kann ich für sie tun? Krematorium, sie killen, wir grillen. Worum kann ich helfen? Oder so ähnlich. Oh mein Gott. Es fast auf den Level von, warte, Elefantenjagdverein tötet, was trötet.
Bei mir Zentrale des Verbrechens, der Pate sorgt auch für 5 Sekunden Schweigen am anderen Ende. Pferdemetzgerei, gestern noch geritten, heute schon mit Fritten. Oh. Ach, die sind alle so scheiße. Ja, auf jeden Fall gut. Vor allem, wenn man ein anderes Ende, ein Hardcore-Veganer mit Reithobby hat. schön.
Da kommt da einfach mal Spam rein. Schweinerei. Da weiß man dann auch, wofür man Haftpflicht hat, um einen Psychologen zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob das unter Haftpflicht fällt. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt mutwillig war oder nicht. Wie viel kann das Förderband? 780 ist top. Kann ich hier echt ein Förderband? So, dann kann ich hier in die Ecke, ich glaube, noch irgendwie die Stahlproduktion setzen. Das sollte eigentlich ja passen. Ja.
Altersblätter. Beliebig und in der Mitte kommt dann der Überschuss. Und dann können wir das da hinten hinführen für Stahl. Das auf über 700 übertakten. 600. Ja, ich habe heute echt den Durchhänger, also das war da echt nicht feierlich. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr so lange machen, das geht gerade voll auf den Kopf.
Also spielt der Herr jetzt wieder. Wie heißt das gleich noch? Space Marine? Das wollte ich fragen. Yep. Okay. Ja, ich glaube, ich werde demnächst auch hier einfach nur noch den Todesmarsch ins Bett machen. Weil ich merke, wie mein Schädel einfach straight up sich abschaltet. Das ist richtig schlimm. So. Wir produzieren Eisen. So, was brauchen wir denn für Stahl?
Eisen kann ich markieren. Gießerei. 6 Gießereien, um Stahlbarren herzustellen. Kann ich die hier einfach so ran? Pläne, Gießerei, fehlende Material, oh Gott, aber ich könnte hier 5 ransetzen, dann würde ich hier in dieser Reihe noch die Stahlbarren herstellen mit ihren 6 Dingern. Nice. Ja. Rotoren und Dingsens brauchen wir noch. Noch da mit den Rotoren. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, wir nehmen am besten noch Beton mit. Hier hinten den Kram noch. So, 2, 3. Okay.
Langsam wird das ja hier sogar richtig. Okay, das geht nicht. Okay. Thank you.
So. Hier einen, hier, da und das war's eigentlich. Oh. Ja, das schaut doch gut aus. Nice. Damit ist Stahl auch abgeschlossen. Okay, müssen wir doch Gummi anfordern.
Dann können wir das hier mit drauf jagen irgendwo. Bei Eisen und Stahl, Fahrplan. Öl und Base, Fahrplan bearbeiten. Eisen und Stahl. Wir bleiben nur entladen, Gegenstände nichts. Gummi speichern. Warum speichern? Dann gucken wir doch mal, ob der irgendwie unseren Bahnhof hier anfährt. Das würde mich mal wirklich interessieren, ob das funktioniert oder nicht. Nächster Bahnhof, Eisen und Stahl. Nice. Okay, man könnte den Constructor für naja, aber ich glaube, ich mache für heute Feierabend. Ich habe total den Durchhänger. Ich bin ein wenig Matsch im Kopf. Muss ich leider so platt sagen. Aber unser Gummi wird schon geliefert. Das passt richtig gut. Ich hoffe nur nicht, dass der letzte Wagen... So, das will ich jetzt noch sehen. Wird das Gummi aufgeladen? Ja, das klappt. Okay, super. Aber ja, wie gesagt, ich würde für heute Feierabend machen. Ich muss ins Bett. Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Dankeschön, NCC Nitrado. Kommst leider ein bisschen spät. Ich wollte jetzt Feierabend machen. Wesley, ich wünsche dir einen schönen Abend und eine gute Nacht. An alle anderen natürlich auch eine gute Nacht. Träum was Schönes, schlaf gut und morgen geht's dann an dieser Konstruktion weiter. Ich weiß nicht, wie ich das sonst bezeichnen soll. Und dann werden wir weitere Eisenprodukte abschließen. So haben wir jetzt aber erstmal eine vollständige Eisenproduktion mit über 700 Stück. Stahl wird auch produziert und morgen machen wir dann die nächsten Schritte, wie zum Beispiel 33,5 Konstruktoren bauen für Gussschrauben und 14,5 Konstruktoren für Eisenplatten. Das ist ein bisschen übertrieben, aber am Ende will ich die auf dieser Seite hier wieder runterfahren lassen
Und dann machen wir hier noch einen Weg rüber. Hier wird ein bisschen zugebaut und dann haben wir hier irgendwie eine Lagerhalle oder sowas, wo dann die Container stehen, wo dann alles ankommt. War so eine Idee von mir. Mal gucken. Aber so, erstmal schönen Feierabend euch allen. Schlaft gut und morgen sehen wir uns dann bedeutend ausgeschlafener wieder, würde ich sagen. Mit ein bisschen mehr Schlaf, Erholung. Manie wird auch mit am Start sein. Und dann gucken wir mal später, ob wir hier auch noch alles hübsch machen irgendwie. Ich habe noch keine Idee, wie ich das machen werde. Aber nach und nach wird das Ganze und dann haben wir erstmal Eisen und so weiter, die ganzen Produkte. Und dann können wir andere Sachen herstellen. Aber mal gucken. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht. Träumt was Schönes. Schlaf gut und dann bis morgen. Schirio und auf Wiedersehen. Bis deine Antenne. Hauen sie rein. Bis Brian. Auf Wiederschauen. Tschüss.